genau, ich wohne seit knapp 2 Jahren hier und ich finde es wirklich sehr, sehr erfreulich, dass es diese gemeinsame Veranstaltung gibt, dass der Oberbürgermeister dazu einlädt, sehr spontan und sehr selbstverständlich. Das finde ich wirklich klasse. Ich möchte 2 Punkte aufgreifen, die der Kollege Sascha Rabe gerade thematisiert hat. Der erste Punkt, da möchte ich einfach eine historische Korrektur vornehmen. Der Sascha hat davon gesprochen, dass die Sozialdemokraten dem Ermächtigungsgesetz als einzige Partei widersprochen haben. Und das war im Parlament, ja. Das war natürlich auch eine wirklich mutige historische Tat. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt die Mitglieder des Parlaments, die der Kommunistischen Partei angehörten, schon in den Zuchthäusern waren und deshalb sozusagen diese einzige Opposition übrig geblieben ist. Und ich erinnere einfach daran, dass die Faschisten es geschafft haben, nacheinander einzelne Gruppen aus der Bevölkerung sozusagen auszuschalten, den Widerstand auch dadurch zu brechen, dass sie ihn gespalten haben. Erst sind die Kommunisten verschwunden, dann sind die Sozialdemokraten eingeknastet worden, dann sind die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter verfolgt und bestraft worden, dann die aufrechten Christinnen und Christen und so weiter, eine Gruppe nach der anderen. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns darüber bewusst sind, dass es eine Grundsolidarität der Demokratinnen und Demokraten braucht und dass man sich nicht gegeneinander ausspielen lässt. Der zweite Punkt, den ich aufgreifen möchte und den ich sehr, sehr wichtig finde. Die Faschisten haben es geschafft, die Bevölkerung untereinander zu Feinden zu machen. Sie haben es geschafft, dass die armen Leute sich gegenseitig nichts gegönnt haben. Sie haben es geschafft, die Wut und die Unzufriedenheit mit der Situation, der Massenarbeitslosigkeit, des Massenelends gegen einzelne Bevölkerungsgruppen zu richten, gegen die Jüdinnen und Juden, gegen die Homosexuellen oder gegen andere. Sie haben es geschafft, dass die Leute nicht durchschaut haben, wer eigentlich für ihr Elend zuständig ist. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir gucken müssen, heute auch, diejenigen, die von Armutslöhnen leben müssen, die erwerbslos sind, die ausgegrenzt sind aus der Bevölkerung. Woran liegt es eigentlich? Und es ist auch unsere gemeinsame Verantwortung, zu schauen, dass nicht Sündenböcke gesucht werden. Ich weiß nicht, ob Sie die ARD-Dokumentation in der letzten Woche gesehen haben über Slums in Europa und Slums in Deutschland, wo dargestellt wurde, wie rumänische Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter, vor allem Roma, bulgarische, hierher geholt werden, unter elendsten Bedingungen ausgeplündert werden, vor allen Dingen in den großen Schlachthöfen, wo sie Schweine für 1,20 Euro pro Stunde zerlegen, ohne Krankenversicherung, ohne geregelte Arbeitszeiten. Und das wird systematisch organisiert, damit Schweinefleisch so billig ist wie Dreck und überall in Europa exportiert werden kann. Die Profiteure sind die großen Nahrungsmittelkonzerne und diejenigen, die es ausbaden müssen, sind die Beschäftigten, die Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter aus Rumänien und Bulgarien und diejenigen, die hier genauso schlechte Löhne bekommen oder ähnlich schlechte Löhne, weil es eben diese Lohndumping-Möglichkeiten gibt. Ich glaube, dass man solche Zusammenhänge wirklich besprechen muss und diskutieren muss, dass es nicht gelingt, die Wut der Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen, zu Recht auf diejenigen zu richten, die genauso ungerecht behandelt werden oder noch ungerechter. Das ist aus meiner Sicht eine wichtige Verpflichtung und eine wichtige Lehre, die wir mitnehmen müssen, uns die Verhältnisse genau anzugucken und nicht zuzulassen, dass Sündenböcke in unserer Gesellschaft abgestempelt werden, sondern solidarisch zu sein mit denen, die ungerecht behandelt werden. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir hier jetzt wirklich erfolgreich gegen Nazis sind. Dankeschön, Frau Bundestagsabgeordnete.